Vor wenigen Tagen haben wir den 20. Jahrestag der Deutschen Wiedervereinigung gefeiert. Es gibt Menschen, die diesen Tag nicht mehr erleben konnten, so wie sie auch schon den Tag der Einheit nicht mehr erlebt haben. Denn viele sind bei dem Versuch, von Deutschland nach Deutschland zu gelangen, bei dem Versuch, in die Freiheit zu kommen, an der innerdeutschen Grenze getötet worden. Aber auch Zehntausende haben, weil sie in der DDR Opposition geleistet haben, in politischer Haft gesessen. Es gibt viele Bücher, viele Geschichten über diese Menschen. Ein Blick in unsere Stadtbibliothek hat mir aber gezeigt, dass wir dort sehr wenige dieser Bücher haben. Deswegen habe ich zum 20. Jahrestag einige Bücher gespendet. Eines davon handelt über Michael Gartenschläger. Michael Gartenschläger ist jemand gewesen, der an der innerdeutschen Grenze mehrfach Selbstschussautomaten demontiert hat und bei einer dieser Aktionen von den Grenztruppen der DDR in einen Hinterhalt gelockt und erschossen wurde. Ein zweites Buch handelt von Wolfgang Welsch. Wolfgang Welsch hat zahllose Menschen als Fluchthelfer aus der DDR in den Westen geholt. Die Stasi hat ihn im Westen verfolgt und hat mehrere Attentate auf ihn verübt. Keines dieser Attentate ist glücklicherweise jedoch gelungen. Das dritte Buch handelt von der ehemaligen lettischen Außenministerin Sandra Kalniete. Sandra Kalniete wurde in den 50er Jahren in Sibirien geboren. Das lag daran, dass ihre Familie im Jahr 1941 von Stalin nach Sibirien deportiert wurde. Erst 1957 gelangte die Familie wieder in die baltische Heimat zurück. Mit diesen drei Büchern, aber auch vielen anderen, die hoffentlich in den nächsten Monaten dazukommen werden, können sich alle Interessierten auch mal aus erster Hand darüber informieren, wie es denen ergangen ist in der DDR oder im sozialistischen Machtbereich, die Widerstand geleistet haben gegen das sozialistische Regime und die bei diesem Widerstand auch viele, viele Nachteile in Kauf nehmen mussten.